Hi zusammen. Ja, was gibt es Schöneres, als Feierabend zu machen, nach Hause zu kommen, zu merken, dass das Wetter mies ist, es regnet momentan. Und außerdem hat man dann noch Lust auf ein Video. Ja, genau das ist halt eben der Fall bei mir. Daher will ich jetzt einfach mal ein Messer vorstellen, was eigentlich erst vor kurzem bei mir reingekommen ist, vor 2 Tagen. Am Freitag, vor 3 Tagen. Ja, das Video wollte ich eigentlich machen erst nach 4, 5 Wochen nach meinem Urlaub. Da hätte ich auch ein bisschen Zeit gehabt, das Messer zu bespielen. Aber wie gesagt, die aktuellen Umstände, die zwingen einem regelrecht dazu, jetzt das Messer vorzustellen. Dem werde ich jetzt auch nachgehen. Das Messer ist ein Ferrumforge Ferco Marco. Eine Zusammenarbeit mit Ferrumforge, sprich dem Elliot Williamson und Gerwig. Also Michael Gerwig, Gavco heißt er, nicht Gerwig. Michael Gerwig ist der richtige Name und Gavco sein Künstlername. Ja, Ferrumforge ist ein Unternehmen, was Kleinserien macht, unter anderem in Zusammenarbeit mit anderen Messerherstellern oder auch komplett eigene Designs. Das sind dann Kleinserien von 20, 100, 200 Stück pro Modell. Das Messer ist jetzt aus einer Serie mit einer Größe von 200 Messer, wobei es da Unterschiede gibt. Es gibt einmal die Ferrumforge Edition oder Ausführung, das ist genau dieses hier mit dem Fingerchoil. Und dann gibt es noch die Ausführung von Gavco selber, ich habe es mit dem Namen heute, mit Gavco selber. Da ist der Fingerchoil nicht vorhanden und das Finish übernimmt da auch Gavco selber, macht unterschiedlichste Fräsarbeiten, Bohrarbeiten und. Ich denke, ihr kennt Gavco ganz gut und wisst, was er so alles auf Lager hat. Anodisiert die komplett selber, die sind schon wirklich sehr, sehr schön. Sind aber natürlich noch schwieriger zu bekommen als dieses Messer hier oder diese Ausführung hier. Und sind auch teurer, wobei wir da irgendwie so um die 100 Euro reden oder 100 Dollar Minimum. Ja, gut, ich habe jetzt dieses Teil hier bekommen, bin auch da sehr, sehr happy mit. Vor allen Dingen hätte ich, glaube ich, auch eine Ausführung hier mit dem Fingerchoil sowieso bevorzugt. Am besten mit Fingerchoil und Finish von Gavco selber. Aber man kann ja nicht alles haben. Ja, jeweils 100 Ausführungen bzw. 100 Stück pro Ausführung und ja, sind recht vor kurzem auf den Markt gekommen, also recht neu auf dem Markt. Ja, meins habe ich, wie gesagt, vor 3 Tagen bekommen. Bin insgesamt sehr zufrieden, da habe ich auch lange drauf gewartet, hatte auch mit dem Scott von Blade Junkie, wo ich das her habe, darüber gesprochen. Ich wusste, dass er welche bekommt, er soll mir auf jeden Fall eins reservieren. Ja, er hat, glaube ich, nicht unbedingt dran gedacht, aber ich hatte trotzdem gute Messerfreunde, die mich daran erinnert haben. Da habe ich mir wirklich noch eins schnappen können. Ja, was haben wir hier insgesamt? Bitte nicht wundern, es ist ein Full Titan Framelock Messer mit Stahl Inlay, einem Blechclip, einem Flipper, Kugellagerung, HRD, also diesen Hohlberg Roller Detent. Ja, soweit eigentlich dazu. Ein Design, so eine Zusammenarbeit halt eben mit Gavco. Das sieht man dem Messer dann, glaube ich, doch recht an. Zumindest hier in dem Klingenbereich sieht man es. Und hier der Durchbruch oder Ausbruch, die Fräsung. Ja, das möchte ich jetzt einfach mal vorstellen. Übrigens, ich habe das Messer damals mehr oder weniger gekauft, ohne zu wissen, was mich am Ende erwartet, rein von der Farbe her. Ich hatte die Messer nur in fertig gefrästen Zustand gesehen, ohne Anodisierung. Irgendwann kam dann die Mail, wo ich gefragt worden bin, welche Farbe hättest du gern? Blau, Grün, Bronze oder Dunkelgrau. Und ich habe da halt einfach Blau gesagt und wusste halt trotzdem nicht, was mich erwartet. Ich mag ja Blau bei Titan, hier mein Unumsan oder mein Strider SNG, alles blau, ich mag das. Muss nicht immer bunt sein, aber wenn, dann habe ich nichts gegen blau-lila. Und so habe ich mich auch hier bei dem Messer für blau entschieden und
angekommen ist halt eben das hier. Viel Blau ist da nicht, nur wenig. Das heißt, der Clip, die Fräsungen, die Pivot-Schraube, also die Achsschraube, und stellenweise hat man so, ja, so ein Blauschimmer drin, was mir persönlich wirklich sehr gut gefällt. Und der Rest ist halt so bronzegrau. Und jetzt gerade über die Kamera sieht das alles ein bisschen, ja, kräftiger aus, als es ist. In Wirklichkeit ist da insgesamt ein bisschen Blau drin, nicht so gelblich wie jetzt. Ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren, gefällt mir sehr gut. Auch hier die Distanzstücke sind schön in einem kräftigen Blau. Passt. Also ich habe dann da die richtige Entscheidung getroffen. Das Messer ist komplett stonewashed, zumindest vom Griff her. Ist ein feiner Stonewash, wie ich finde. Gefällt mir sehr gut. Die Achsschraube, die gefällt mir sehr gut. Hier mit den drei, jeweils drei Anbohrungen auf dem Steg. Ist ein Torx-Antrieb. Anodisiert. Titan-Hardware. Was mit den restlichen Schrauben ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob die aus Titan sind. Ich würde mal sagen, nicht. Schön wäre es natürlich, wenn die auch blau gewesen wären. Sind sie nicht. Da hat man hier einmal die Schraube für den Anschlagpin und jeweils die Schrauben für die Distanzstücke. An sich sehr schön. Hier die Schrauben sind voll in Ordnung. Hier die Schraube, die hätten die versteckt machen können, das heißt von innen eine Anbohrung machen können, aber haben sie nicht gemacht. Ist ein bisschen was groß, stört vielleicht ein bisschen die Gesamtoptik, aber allzu wild ist das dann halt auch nicht. Hier die zwei Distanzstücke, wie gesagt, kräftig blau anodisiert mit Nuten. Dann die Rückseite, der Blechclip hat ungefähr eine Dicke von 1 mm. Sieht auf den ersten Blick sehr schmächtig aus, aber vielleicht liegt das auch nur daran, dass ich halt in letzter Zeit zu viele Messer mit 3D-Clips hatte. Und der ist halt dann doch vielleicht ein bisschen dünner oder spitz mir halt eben ein. Fakt ist, er funktioniert sehr gut. Hatte jetzt die letzten 3 Tage immer das Messer mitgeführt. Und der funktioniert wirklich sehr gut. Die Spannung ist voll in Ordnung. Also keine Probleme. Vielleicht hier die 3 Schrauben für einen Clip. Das ist übertrieben, glaube ich. Da ist eine zu viel. Aber auch noch in Ordnung. Lieber zu fest als zu lose. Dann haben wir hier eingefräst die jeweiligen Logos. Einmal von Gavco selber, also links im Bild, beziehungsweise links auf der linken Seite. Und rechts von Ferrum Forge. KW steht für Knife Works und an sich ist das halt so eine Art Fledermaus, will ich jetzt mal sagen. Ja, passt. Stahlinlay hier so eingearbeitet, aufgesetzt, fixiert mit den 2 Schrauben von der Innenseite. Das heißt, man sieht da die Schrauben von unten. Und dann hier die Schlitzschraube für den HRD. Das ist ja dieses Hoback Roller Detent. Sprich einstellbarer Detent, finde ich sehr gut, das habe ich an meinem Quayback Mid-Tech. Finde ich einfach sehr toll, also, da kann man sich selbst aussuchen, was man haben möchte, ein starker Detent, so wie ich das zum Beispiel hier habe, oder halt eben ein schwacher. Ja, passt. Ich mache das eigentlich so, dass im geschlossenen Zustand hier der Bereich bündig ist, und beim Quayback, aber auch bei diesem, hat man bei einer Bündigkeit einen optimalen Detent, vielleicht ein bisschen stark, aber finde ich wirklich schon sehr, sehr angenehm. Man hört das auch. Der Sound ist einfach richtig schön. Ja, Kugel gelagert, lässt sich gut aufflippen. Es ist nicht der beste Flipper, aber der macht auf jeden Fall einen guten Eindruck, macht Spaß. Der Lock steht sauber, Klingenstand ist ziemlich mittig. Das täuscht ein bisschen, weil die Schneidphase nicht hundertprozentig ist. Die Schneidphase ist sehr fein ausgeübt, die Schärfe ist schlecht.
Also da werde ich auf jeden Fall, wenn ich wieder Zeit habe, gestern habe ich zwei Messer geschärft auf meinem Wicked Edge. Unter anderem mein Unumsan, was vorher zwar ein Wicked Edge hatte, aber es war bei Reef und die waren so großzügig und haben es ja, oder haben drüber geschliffen, was sie eigentlich nicht sollten. Finde ich ein bisschen schade. Aber jetzt ist es wieder perfekt. So eine Phase wird auch dieses Messer kriegen. Vielleicht ein bisschen feiner. Aber wie gesagt, die Schärfe aktuell ist nicht gut. Also ich schneide zwar Papier, aber da geht noch viel mehr, glaube ich. Ja, die Klinge, die hat eben einen typischen Mako-Design von Gavco. Hier diese Aussparung. Einen schönen Swatch. Beziehungsweise nicht nur ein Swatch, sondern ist ja so ein eher ein Harpoon-Swatch. Das ist dieses, was da rausguckt. Hier so eine Kante, so dass wir eben so eine Art Sheepsfoot Klinge haben oder Wornkliff. Ein Flachschliff. Die Klinge ist nicht besonders dünn, also aber nichtsdestotrotz macht der Flachschliff bisher einen sehr guten Eindruck. Ich habe da jetzt keine Tomate mit geschnitten oder so, aber es fühlt sich einfach wirklich sehr dünn an und macht wirklich einen guten Eindruck. Ich glaube schon, dass das Messer einigermaßen für diese Klingenbreite gut schneiden wird. Ja, Fingerchoil ist vorhanden, das heißt, man hat die Möglichkeit, in den Foregrip zu gehen. Das finde ich sehr cool. Ich habe anfangs sehr viele Messer gehabt, wo ich genau das hier hatte und auch mochte. Die letzten Messer hatten das alle nicht. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass es halt hat hier und finde ich halt sehr cool. Und wenn ich bedenke, dass das Messer keins gehabt hätte, dann fände ich das schade. Die Handlage, so wie ich das jetzt halte, ist wirklich voll in Ordnung. Aber ich weiß nicht, ob das darin liegt, dass ich das kann oder ob das auch wirklich so ist. Ich finde den Griff im Foregrip viel angenehmer. Das Messer liegt dann halt schön satt in der Hand und wirkt dann auch nicht so groß von der Klingenlänge her. Liegt wirklich sehr gut in der Hand, so oder so, wenn ich noch fein arbeiten möchte. Der Choil ist insgesamt gut dimensioniert, auch wenn es jetzt hier vielleicht ein bisschen knapp aussieht, ist es auf jeden Fall noch in Ordnung, weil hier die Schneidenecke einfach ein bisschen entschärft worden ist. Das heißt, ich kann wirklich jetzt hier, ich drücke schon ziemlich fest und ich spüre auch die Ecke, ja. Aber es schneidet halt nicht ein. Das ist, glaube ich, schon, hallo, Fokus, schon das Wichtigste an der ganzen Sache. Ja, also hier, es drückt sich ein, aber schneidet nicht. Das ist soweit wirklich sehr gut. Ein paar Nahaufnahmen, was ich auch schade finde, auch komisch finde vor allen Dingen, hier die Rückseite von der Achsschraube, hier so ein Nietkopf mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ob wozu das gut sein soll. Ja, ein bisschen blöd gemacht. Sieht vielleicht schön aus. Nee, schöner fände ich, wenn genau diese Achsschraube auf der Rückseite auch wäre. Aber okay. Man kann nicht alles haben. Schön finde ich auch, vor allen Dingen, dass das Messer im geschlossenen Zustand hier bündig ist, schön in die Kontur einfließt. Aber auch hier. Hier ist die Spitze mehr oder weniger bündig mit dieser Griffkante hier. Natürlich nicht hundertprozentig. Die Spitze ist ein bisschen was tiefer. Einfach, dass man da nicht in die Spitze reinkommt. Das wäre natürlich auf Dauer unangenehm. Ja, vielleicht ganz kurz zum Finish der Klinge. Fällt mir gerade ein. Das ist kein Stonewash, sondern eher so ein Beatblast. Ja, ich denke mir mal, wenn ich das Messer wirklich hart dran nehmen sollte, was sehr unwahrscheinlich ist, wird die Klinge sehr schnell Kratzer kriegen. Diese werden auch entsprechend schnell und deutlich zu sehen sein. Aber in Ordnung. Also, aber ein Stonewash wäre mir da auf jeden Fall lieber. Schön ist natürlich auch, dass man hier diese Kanten schön sauber sieht. Das heißt, es ist nicht komplett verrundet. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, zu der Action kann man auf jeden Fall nichts sagen. Das Messer muss auf jeden Fall noch einlaufen. Was aber schlecht ist, ist die Positionierung des Detents.
Messer wird entriegelt und hier komme ich an Detent ran. Das heißt, der Winkel hier passt auf jeden Fall nicht mehr so ins Hemd oder wie man das auch nennt. Hier der Punkt ist genau der Punkt, wo man den Detent überbrückt und erst dann kann man das Messer schön schließen. Also ein richtiges Spielmesser ist das nicht, weil man da irgendwo mitten in der Weltgeschichte hängen bleibt. Und das ist ein bisschen schade, bei anderen Messern ist das ja eben nicht so. Das heißt, gut, das war jetzt ein bisschen viel. So, ab dem Punkt habe ich den Detent und wenn ich das Messer so entriegel, überbrücke ich den Detent. Dann kann ich das Messer nur noch zuschließen. Und hier geht das einfach nicht, weil auch der Flipper wirklich auf den Finger knallt. Da, was in Ordnung ist, aber halt der Detent ist nicht überbrückt. Da muss ich schon mit etwas mehr Kraft an die Sache rangehen. Ja, was gibt's noch, sonst noch zu sagen? Nicht mehr viel. Daher will ich einfach einen Größenvergleich noch machen zu dem bereits in die Kamera gehaltenen Messer. Ein SMG ist etwa gleich groß, vielleicht ein bisschen was kürzer vom Griff her oder von der Klinge her. Aber man ist das, ups, sorry, das sieht schon ziemlich gleich lang aus. Minimal kürzer. Ja, und das Unumsahn, das ist eigentlich so ziemlich gleich lang, je nachdem wie man das sich anguckt. Nur diese Messer wirken halt ganz anders. Das Unumsahn ist einfach ein gerade verlaufendes Messer und das Ferko ist halt eben in einen Bogen ausgeführt. Entsprechend sieht das dann auch in der Hand aus. Also das Messer wirkt insgesamt etwas kleiner. Und daher passt das. Und wenn ich das hier in die Hand nehme, da guckt die Klinge wirklich schon wie blöd raus. Aber trotzdem ein super geiles Messer. Ich bin wieder happy, dass es wieder ganz ist. Hier zu der Dicke. Ähnlich dick vielleicht. Das ja, Ferko ist ein bisschen was dicker. Aber es stört nicht. Das ist wirklich rein von der Größe und Dimensionierung in jede Ebene. Einfach nur optimal. Ich mag das Teil, gefällt mir sehr gut. Gut, soweit dazu. Danke fürs Zusehen. Vielleicht hattet ihr auch ein scheiß Wetter jetzt heute oder während des Videos, während des Ansehens. Hattet hoffentlich Spaß. Ja, bis demnächst. Ich werde wohl jetzt eine etwas größere Videopause einlegen. Wenn wir uns nicht mehr hören, bis dann. Ciao, ciao.